السلام عليكم ورحمة الله. Es ist geläufig, wenn man über Thematiken spricht, denen diverse Differenzen nicht unbedingt gewilligt werden, Meinungsunterschiede gehören zu diversen Themen nicht dazu, dann führt das oft auch zum Thema des Takfir, das heißt der Ausschließung von Menschen aus dem Islam. Für gewöhnlich gibt es da die Unterscheidung, dass man sagt, wir haben einmal Themen, die bezeichnet man als Usuluddin. Der Begriff Usuluddin ist zwar ein Begriff, der für die theologischen Fragen der Glaubenslehre benutzt wird und das schon seit eh und je. Also wir haben diesen Begriff schon anfangs des oder so Mitte, ja, so gegen Mitte und Ende des dritten Jahrhunderts, vielleicht sogar Anfang des dritten Jahrhunderts, das heißt ab dem Jahr 200 und darüber, wurde dieses Wort Usuluddin schon verwendet. Als Name, als ein Name für eine bestimmte Disziplin. Das ist ja auch nicht problematisch, dass man das als Namen für eine bestimmte Disziplin verwendet. Auch wenn dieser Begriff selbst nicht in den Texten des Koran und der Sunna vorkommt, genauso wie das Wort Al-Aqida. Eines der berühmten Persönlichkeiten, die diesen Namen benutzt hat, ist Abu Ja'far al-Tahawi in seiner Al-Aqida al-Tahawiyya. Abu Ja'far al-Tahawi ist im Jahr 321 nach der Hijra gestorben. Aber auch schon davor haben es einige der Muhaddithun verwendet, wie Ibn Abi Hatim, Abu Zur'a, Abu Hatim, und später dann auch Lalakai. Naja, wie dem auch sei, das ist nicht Thema dieser kleinen Aufzeichnung hier. Es geht schlicht darum, was ist das Maßstab dafür zu entscheiden, ob ein Widerspruch in einem bestimmten Sachverhalt zum Ausschluss vom Islam führt oder nicht, oder ob man eine Aussage als Kufr bezeichnet, unabhängig davon, ob das Individuum dann auch tatsächlich davon betroffen ist oder nicht. Aber eingangs habe ich jetzt erwähnt, man hat eine Einteilung, eine binäre Einteilung, indem man sagt, die Religion des Islams ist unterteilt in Usuluddin und Furu'uddin. Usul, wie gesagt, das sind dann eben die Thematiken, die eher die theologischen Aspekte abdecken. Das heißt, sie haben mit Glaubenseinstellungen zu tun, nicht unbedingt und nicht primär mit der Praxis. Sie sind nicht unbedingt primär praxisbezogen. Und dann haben wir die Usuluddin oder von die Furu'uddin, man nennt sie auch Al-Furu' al-Amaliyya, das heißt die praxisbezogenen Elemente und Sachverhalte des Din. Nun, es ist tatsächlich verbreitet, dass man sagt, in den Usuluddin bedeutet ein Widerspruch und eine Abweichung bedeutet den Kufr. Gleiches wäre aber nicht in den Furu'uddin, das heißt in den sogenannten sekundären Zweigelementen, damit sind die praxisbezogenen, die praktischen Elemente der Religion gemeint. Also alles, was so mit dem Handeln zu tun hat, die Fiqh-Thematiken. Die Sache ist nur, dass diese Einteilung, wir reden nicht davon, dass es tatsächlich, also die Einteilung im Sinne davon, dass man sagt, ja, man hat wirklich Sachverhalte, die betreffen eben
theologischen Aspekte. Und wir haben dann nochmal auf der anderen Seite diverse Sachverhalte, die betreffen die praktischen Aspekte der Religion. Und das ist nicht das Problem. Das Problem dieser Einteilung sind aber die Folgen und Konsequenzen. Dass man dann weitergeht und sagt, jeder Widerspruch, jede Unstimmigkeit, jeder Fehler in den Usuluddin ist zwangsläufig auch Unglaube. Unabhängig davon, ob man sofort dadurch zum Ungläubigen wird oder ob das geknüpft und gebunden ist an diversen Bedingungen, etc. Unabhängig davon ist diese Aussage nicht richtig. Und diese Aussage hat ihren Ursprung bei den Scholastikern. Diese Aussage findet ihren Ursprung, also ihren Beginn und ihren Lauf hat diese Entwicklung genommen bei den Mu'tazila, bei den Mu'taziliten, die auch im Westen bei den Orientalisten als die Neorationalisten bezeichnet werden, wenn ich mich nicht täusche. Daher der unterscheidende Maßstab bei der Frage, ob der Widerspruch und der Irrtum in einem Thema oder die Abstreitung eines Sachverhaltes Unglaube ist, ist nicht die Frage, ob es ein theologischer Teil ist oder ob es eher ein praxisbezogenes Element der Scharia ist. Und darauf hat Ibn Taymiyyah rahimahullah immer wieder aufmerksam gemacht. Ich zeige euch eine einzige Stelle, in der er das sehr ausdrücklich darstellt. Das ist aber nicht die einzige. Und er ist nicht der Einzige, der darauf aufmerksam gemacht hat. Er sagt hier im Majmu' al-Fatawa auf der Seite 23, er sagt, وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. Sie haben, also sie, die Altvorderen, haben die Thematiken nicht eingeteilt in sogenannte Themen des Usuluddin, deren Abstreitung zum Unglauben führt oder Unglauben darstellen, und die Sachverhalte der Furu, deren Abstreitung nicht zum Unglauben führt. Er sagt, فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. Er sagt, diese Einteilung, ich werde das jetzt nicht wortwörtlich zusammenfassen, übersetzen, ich fasse es ein wenig zusammen. Er sagt einfach hier, dass die Unterscheidung, Differenzierung zwischen Themen, die man Usuluddin nennt, und Themen, die man Furu' nennt, und eben die Resultate oder die Konsequenzen dieser Unterteilung, die man dann auf diese Unterteilung aufbaut und weiterentwickelt, er sagt, das hat keinen Ursprung bei den Altvorderen und noch bei den A'imma des Islams. Vielmehr keimt dies aus den theologischen Anschauungen der Mu'tazila und ihresgleichen. So, und dann stellt er hier eine interessante Frage, und zwar die Frage, wie unterscheidet man überhaupt zwischen Usul und Furu'? Wo liegt die markante Unterscheidungsgrenze? Woran soll man das festmachen? يعني er stellt hier die Frage, ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ Was ist die Grenze? Wo grenzen wir das Ganze? Wie begrenzen wir das?
Wo ziehen wir die Linie zur Unterscheidung von den Masail al-Usul, wo man dann auch die Konsequenz hat, dass jemand, der sich darin irrt, also irrtümlich geirrt hat, dass er ebenfalls von den Konsequenzen des Kufr bzw. vom Kufr betroffen ist. Und wo ist dann der Unterschied oder wo beginnen dann die Themen, wo das eben nicht gilt, die sogenannten Masail al-Furu'? Die typische Differenzierung der Scholastiker und von allen, die das übernommen haben, bewusst oder unbewusst, ist eben, dass man sagt, die Masail al-Usul, das sind die Themen des I'tiqad. Also alles, was mit dem Glauben zu tun hat, mit den Überzeugungen zu tun hat. Und alles andere, die Furu', das sind die praktischen Elemente der Religion. Das ist aber natürlich problematisch. Auch das ist problematisch. Aus mehreren Gründen. Zum einen sind nicht alle Themen der Aqidah 100% manifestiert oder 100% evident. Es gibt teilweise Thematiken des I'tiqad, die auf vermutliche Adilla aufbauen und sich auf vermutliche Adilla aus ihnen keimen. Die sogenannten Adilla Tuvaniya. Bekanntlich ist jemand, der hierin einen Fehler begeht oder diese Adilla bestreitet, weil er der Auffassung ist, dass sie in Konflikt stehen mit anderen Adilla, oder weil diese Adilla, die vermutlichen Adilla, diese Vermutlichkeit, ich glaube, man nennt sie auch die präsumptiven Adilla in der Sprache der Orientalisten, ich weiß es nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Das kann ja zwei Ursachen haben, entweder die Verbürgtheit selbst oder eben die Mehrdeutigkeit der Begriffe. Hier ist auch ein Punkt, den ich immer wieder sehr oft schon wiederholt habe, aber teilweise nur in geschlossenen Unterrichtskreisen. Deswegen erwähne ich das kurz hier jetzt auch nochmal. Ob ein Begriff, eine Satzkonstellation mehrdeutig ist, das kann nicht jemand festmachen, der die Übersetzung von Bubenheim liest oder von Muhammad Rasul oder von sonst jemandem. Die festzumachen, ob ein Text in seiner Bedeutungsbandbreite ja einen Spielraum gewährt oder nicht, dafür braucht man die Wissenschaften der Sprache. Dazu braucht man den Syntax und die Grammatik. Man braucht den Sarf, die Morphologie. Auch die Morphologie kann dazu manchmal morphologische Strukturen von Wörtern bieten manchmal mehr Deutlichkeit. Zum Beispiel schwache Verben des Schemas nach dem Schema Ikhtara. Das Wort Muhtar kann sowohl, also dieses Schema selbst, kann sowohl der Partizip aktiv sein, aber auch Partizip passiv. Ismul fa'il und Ismul maf'ul kann beides sein. Die rhetorischen Stilfiguren sind auch ein entscheidendes Merkmal, zu bestimmen, ob etwas mehrdeutig ist oder nicht. Jedenfalls, wir haben also in den Themen des Glaubens teilweise Sachen, die in ihrer Verbürgtheit und Sicherheit nicht annähernd das Ausmaß erreichen von diversen Themen, die eigentlich nur das Praktische betreffen, die Praxis betreffen, die Ahkam des Fiqh betreffen. So, Ibn Taymiyyah erwähnt dann hier das Problem. Er sagt, es gibt tatsächlich Thematiken der Usul, die umstritten sind. Eines der bekannten Thematiken, die immer wieder erwähnt werden, ist zum Beispiel der Sachverhalt. Hat der Prophet Allah Ta'ala mit seinem Auge gesehen? Gab es eine visuelle Sichtung? Ebenfalls die Frage, ob Ali vortrefflicher sei als Uthman radiallahu anhu, das ist umstritten.
Ebenfalls jeder Streit über die Bedeutung eines Verses im Tafsir ist eigentlich ein theologischer, wenn man das jetzt so sagt, Usuluddin, ein theologischer Streit. Denn darüber zu streiten, dass ob dieser Vers nun das bedeutet oder jenes, ist ja kein, ist ja nicht im, ist keine, keine Differenz, keine Meinungsverschiedenheit, die im ersten Grad praktische Elemente betrifft. Es ist ja, was glaubst du, ist das die Bedeutung oder das? Und jeder Khilaf unter den Salaf über diverse, über den Tafsir von Ayat, von den Ayat, könnte also hier zugeordnet werden zu den Usuluddin nach der Definition, die ich eben genannt habe. Jeder Khilaf über die Authentizität eines Hadith, yani glauben wir daran oder glauben wir nicht daran, ist eigentlich auch nach dieser Definition etwas, ein Sachverhalt der Usuluddin. Und dann haben wir teilweise Sachen in den Furu'uddin, die mit Konsens der Ahlul Ilm, deren Bestreitung, Abstreitung mit Konsens der Ahlul Ilm, aus dem Islam führt. Wie zum Beispiel das Bestreiten der trivialen Pflichten und Gebote des Islams, die Pflicht des Gebets, die Pflicht der Zakat, die Pflicht des Hajj, das Verbot des Ehebruches und so weiter. Wer das bestreitet, ist aus dem Islam raus. Der ist aus dem Islam raus. Aber das ist keine Sache nach dieser Definition. Nach dieser Definition keine Sache, die Usuluddin betrifft. Das heißt, diese Unterscheidung ist von oben nach unten kreuz und quer nicht haltbar. Sie ist nicht akzeptabel. Sie hat ihren Ursprung bei den Mu'tazila. Das sollte man sich vor den Augen halten, wenn man über die Themen des Takfir spricht und sich dessen bewusst sein.